In diesem Video geht es um den Einstieg in Elektromagnetismus. Dieser Begriff hat viel mit den dänischen Physiker, Mathematiker und Naturphilosophen Hans Christian Ørsted zu tun. Dieser lebte von 1777 bis 1851 und uns interessiert ein Experiment, das er durchgeführt hat. Und zwar hat er in erster Linie mit Elektrizität experimentiert, hatte ein Stück Draht und an dem Draht hat er eine Batterie angeschlossen. Das war damals eine Voltasche Säule. Während er damit gearbeitet hat, hatte er noch eine Kompassnadel auf dem Tisch und hat Folgendes beobachtet, dass wenn durch den Leiter kein Strom floss, die Kompassnadel sich in Ruhe befand, aber wenn er durch den Leiter den elektrischen Strom fließen ließ, ist die Kompassnadel ausgeschlagen. Also nochmal zu der Beobachtung. Fließt ein elektrischer Strom durch den Leiter, so schlägt die Kompassnadel aus. Diese Beobachtung wurde übrigens zum ersten Mal 1820 gemacht. Diese Beobachtung können wir jetzt folgend deuten. Elektrischer Strom hat auch eine magnetische Wirkung. Nun geht es darum, diese magnetische Wirkung etwas genauer zu beschreiben. An dieser Stelle schauen wir uns jetzt einen elektrischen Leiter, der jetzt hier an einem elektrischen Plus und dort an einem elektrischen Minuspol angeschlossen wird. Und mit diesem Pfeil meine ich jetzt die sogenannte technische Stromrichtung. Die technische Stromrichtung zeigt von dem elektrischen Plus zum elektrischen Minuspol. Und nun kann man das magnetische Feld von diesem Leiter sich angucken. Und wenn man das vermisst, sieht man, dass sich um den Leiter kreisförmig ein magnetisches Feld bildet. Und diese Zeichnung ist dann so zu lesen, dass die untere Hälfte dieser Kreise sich sozusagen vor dem Leiter befindet und die obere Hälfte hinter dem Leiter. So, mit der Magentafarbe meinen wir jetzt das magnetische Feld um den Leiter herum. Man kann mit Hilfe der sogenannten rechten Faustregel sich auch die Richtung von diesem magnetischen Feld merken. Und zwar, wenn wir jetzt einen Leiter haben und die technische Stromrichtung, dann nimmt man jetzt den Daumen der rechten Hand und richtet den so aus, wie unser Pfeil der technischen Stromrichtung zeigt. Also hier, wenn die Stromrichtung nach unten ist, zeigen wir mit dem Daumen nach unten. Beziehungsweise, wenn wir jetzt einen Leiter haben, wo die Stromrichtung nach oben zeigt, zeigen wir mit dem Daumen nach oben. Und die rechte Faustregel ist folgende. Der rechte Daumen zeigt in die technische Stromrichtung, also in die Richtung der technischen Stromrichtung. Und die Finger in der Faust, die gekrümmten Finger, diese zeigen entlang der magnetischen Feldlinien. Das bedeutet, dass wir hier ein magnetisches Feld haben, was sich so rum bildet. Und entsprechend, wenn wir die technische Stromrichtung spiegeln, zeigt unser Magnetfeld natürlich in die entgegengesetzte Richtung. Als nächstes möchten wir uns eigentlich einen handelsüblichen Elektromagneten anschauen. Dazu benötigen wir aber ein paar Zwischenschritte. Und der nächste Schritt ist das Magnetfeld von paralleler Leiter. Was ist damit gemeint? Wir nehmen jetzt, sagen wir, vier Stück von Leitern, die parallel zueinander verlaufen und lassen auch den technischen Strom immer
in die gleiche Richtung fließen. Und mit diesem Pluszeichen meine ich, was ist, wenn wir jetzt diese nebeneinander haben, was ist das resultierende magnetische Feld? Und die Antwort ist, wir haben jetzt einfach hier ein Feld, das so ellipsenförmig um die Leiter herum sich bildet. So, aus dieser Überlegung können wir uns vorstellen, wie das Magnetfeld einer Spule denn aussieht. Zeichnen wir zuerst eine Spule und starten, also lassen jetzt den technischen Strom, also hier den Pluspol, da den Minuspol, lassen wir also den Strom von da nach da fließen, zumindest in dem Sinne des technischen Stroms. So, und nach der rechten Faustregel bilden sich um diese Stücke von Leiter Magnetfelder. So, jetzt habe ich ein paar Stück davon gezeichnet. Also wir haben jetzt bei den Leitern, die näher bei uns sind, solche Magnetfelder, und die hinteren Stücke haben ein Magnetfeld, das entgegengesetzt ist. Wenn man sich das genauer anguckt, bedeutet es, in dem Inneren der Spule haben wir ein Magnetfeld, wo die Pfeile in dieser Richtung, also nach links zeigen. Außerhalb der Spule haben wir Magnetfeldlinien, die nach rechts zeigen. Also im Inneren nach links und außen nach rechts. Und wenn das Ganze sich überlagert, bekommen wir folgendes Magnetfeld. Und wenn man sich das ganz genau anschaut, entspricht dieses Magnetfeld dem Magnetfeld eines Stabmagneten. Das bedeutet, in dieser Konstellation hätten wir hier den Nordpol und auf der anderen Seite den Südpol. Im Prinzip war diese Spule schon ein Elektromagnet, aber meistens meint man mit einem Elektromagneten eine Spule, die noch was Zusätzliches hat, und zwar eine Spule mit einem Kern, und üblicherweise ist der Kern aus Eisen oder aus einer eisenhaltigen Legierung. Und man kann sich das folgend vorstellen: Wir haben jetzt ein Stück Eisen, in diesem Stück Eisen befinden sich Elementarmagnete, und nun legen wir um dieses Stück Eisen, um diesen Eisenkern, eine Spule. Und jetzt stellen wir uns Folgendes vor: Ich zeige nicht das Ganze nochmal, unser Stück Eisen, die Spule, und diesmal schließen wir die Spule an einer Batterie, an einer Spannungsquelle. Es bildet sich ein magnetisches Feld. Und dadurch werden die Elementarmagnete in dem Eisenkern oder in dem Kern entsprechend geordnet. Und in dem Inneren der Spule wird unser Eisenkern auch zu einem Magneten. Also fließt ein elektrischer Strom durch die Spule, dann werden die Elementarmagnete in dem Eisenkern geordnet. Und dadurch wird die magnetische Wirkung deutlich verstärkt. In der Tat sind Spulen und Spulen mit einem Eisenkern Bauteile, die häufig in elektrischen und elektronischen Geräten verbaut werden. Das bedeutet, diese Teile haben auch Schaltzeichen. Und darum soll es jetzt hier gehen. Eine Spule hat das folgende Schaltzeichen. Und die Spule mit einem Kern oder einem Eisenkern sieht sehr ähnlich aus. Den Kern deuten wir mit einem Strich drüber an. Wenn man Elektromagneten genauer untersucht, findet man Folgendes heraus: Die Stromstärke eines Elektromagneten hängt von der Stromstärke I ab. Je größer die Stromstärke, desto stärker die magnetische Wirkung. Außerdem von der Anzahl der Windungen, und die Anzahl der Windungen bezeichnen wir, da
kürzen wir oft mit dem kleinen Buchstaben N ab. Je mehr Windungen, desto stärker ist die magnetische Wirkung eines Elektromagneten. Und außerdem von dem Material des Kerns ab. Also wie stark die Verstärkung ist, hängt davon ab, was für ein Material wir für den Kern verwenden. So, die Polung eines Elektromagneten hängt von der Richtung der Wicklung ab. Das heißt, ob wir jetzt im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn wickeln und auch von der Richtung der Stromstärke in der Spule ab.